Bongolusch fragt Pete Smeed. Ein Zug rast auf den Schienen auf mehrere Menschen zu. Auf der einen Seite liegt ein Baby, auf der anderen Seite drei Arbeiter und ihr habt den Hebel, um die Weiche zu stellen. Was macht ihr? Das ist doch ganz einfach. Ich lasse das Baby sterben und mache einfach Neues. Ich gehe zum Baby, schnür es los und ich gehe zu den drei Arbeitern und schnür sie los. Und danach kommt der Zug und dann ist mir scheißegal, wo der langfährt, weil ich einfach fast and furious bin. Das ist eine Frage eines moralischen Dilemmas, um zu entscheiden, welches Menschenleben mehr wert ist. Man könnte natürlich sagen, 3 gegen 1 hast du gewonnen. Man könnte aber auch sagen, das Baby ist jünger. Also du könntest quasi in Jahren rechnen, wenn der von 87 Jahren ausgeht. Quasi, wer hat noch mehr Jahre zu leben? Also wie rette ich die? Aber ich würde es schlau angehen. Wenn der Zug ankommen würde, würde ich in der Sekunde, wo die ersten Gleise, die ersten Reifen über die Gleise sind, die Gleise umstellen. Und dann hoffen, dass der entgleist und über die drüber fliegt. Oder an denen vorbei. Oder ich kill alle damit. Aber dann habe ich wenigstens versucht. Das ist man wahrscheinlich so oder so gefickt. Egal, was man macht. Man ist auf jeden Fall gefickt. Aber immerhin nicht so sehr gefickt wie das Baby, denn das will ich umbringen. Ich habe mir halt gedacht, 1 kleiner 3. Ne? Und selbst die Lebenszahl, die die drei Arbeiter noch vor sich haben, addiert, ist wahrscheinlich größer als die eine von dem Baby. Und potenziell haben die Arbeiter ja schon Familien und so weiter und so fort. Deswegen ist die Frage, ob ich überhaupt den Hebel berühren würde in dem Fall. Ob man sich so quasi von der Verantwortung entziehen könnte, weil so oder so wird man dann nachher verklagt. Deswegen, ob das vielleicht so geht, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wenn man es nicht bewegen würde, würde man auch verklagt, deswegen ist man eh gefickt. Aber ich würde eher 3 Arbeiter retten, als ein Baby. Haha, diese psychologischen Fragen sind immer ganz toll. Das ist eigentlich relativ easy, einfach gar nichts tun. Sobald man den Hebel betätigt, macht man sich des Mordes schuldig. Finde ich. Also, nichts tun, fertig. Sind mir alle egal, soll alle draufgehen. Völlig egal, ob das ein Baby ist oder Arbeiter, irgendwelche Bekannten. Die haben dann leider Pech gehabt, wenn die sich da meinen, auf irgendwelchen Schienen zu kampieren. Schade.